Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SnowRunner. Ja, erstmal will ich mich ganz herzlich bei euch bedanken für die Flut an Tipps, die ihr mir in die Kommentare geballert habt. Sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank. Gerade auch Frank, du hast schon eine mega lange Liste da reingeballert. Habe ich mir auch einen Screenshot von gemacht. Ich versuche da jetzt mal so ein bisschen Struktur nach reinzukriegen. Und ja, mal zu schauen. Also ihr habt mir als allererstes mal den Tipp gegeben, dass ich da in auf dieser Michigan-Karte erstmal die ganzen Türmchen und alles freifahren soll. Und das ist eigentlich jetzt auch so mehr oder weniger mein Plan erstmal dann. Und zwar dann erstmal jetzt wieder zurückzufahren. Was? Wieso kann ich nicht fahren? Also jetzt. Zurückzufahren und wieder nach Michigan ja, zu gehen. Weil ich soll ja die Upgrades, die holen, die Türmchen einsammeln, also freischalten, um halt bessere Reifen und so weiter zu bekommen für die ganzen LKWs. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal mega hilfreich gewesen. So, wie war das jetzt mit dem Licht? So. Ja, schauen wir mal. Wird auf jeden Fall interessant. Ich freue mich auch, dass die erste Folge bei euch echt gut angekommen ist. So, Moment mal, bin ich jetzt überhaupt auf dem richtigen Weg? Ja, ne? Ah ja, hier muss ich ja einmal durch den Schnee durch. Oh ne, das lasse ich besser mal. Moment, zurück. Komm ich hier wieder zurück? Ja, komm mal. Hier will ich einmal mit Schmackes durchfahren. Ich glaube, es ist besser. Nehmen wir mal ein bisschen Anlauf. So, fahren wir mal. Ah, kommen wir da durch? Ja, sollten wir, ne? Wir haben es ja auch am Hinweg geschafft. Ja, komm. Das mit diesem Lastengang hier, das hatte ich auch schon. Das habe ich mal in dem Tutorial hatte ich das rausgekriegt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer es mir reingeschrieben hatte. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall nochmal. Ja, also ich war überwältigt, was da an Informationen alles reinkam. Oh Scheiße, jetzt habe ich mich doch ein bisschen festgefahren. Ja, komm. Da kommen wir durch, ne? Oder? Ja, da kommen wir irgendwie durch. Nicht ganz so viel Gas geben. Solltest du stecken bleiben, kannst du dich. Ja, weiß ich. Aber ich glaube, das kriegen wir auch so gerade hier noch hin. Das hat am Hinweg auch so einigermaßen funktioniert. Langsam, aber sicher gräbt er sich hier durch den Schnee. Na komm, komm, komm. Komm. Jawohl, da haben wir es doch. Sehr schön. Und auf geht's wieder. Ja, einmal wieder zurück zur Werkstatt, wieder nach Michigan. Gefällt mir auch ein bisschen besser, erstmal darum zu eilen, was schon schwer genug ist. Wie ich finde. So, das war hier, ne? Ja, hier rein. Oh, ich. Alter. Voll am Grätschen, jawohl. Halt, stopp, zurück. Danke für die Tutorial-Tipps, weiß ich. Oh. Jawohl, da haben wir es doch geschafft. Sehr schön. So, einmal wieder zurück. So, wie ging das jetzt nochmal? Den konnte ich jetzt. War das hier? Ne, Truck Lager. Wie ging das jetzt nochmal? Ich konnte den doch jetzt hier genau abstellen. So, und jetzt musste ich auf die globale Karte. Dann nach Michigan. Dahin. Genau. Und jetzt. Ja, ne, die Tankstelle will ich jetzt hier nicht. Wo ist denn hier die Werkstatt? Da hinten ist die Werkstatt. Werkstatt. Auswählen. Ja. Haben wir das jetzt? Ich hoffe, das hat jetzt funktioniert. Ich habe jetzt auch 3-4 Tage irgendwie nicht gespielt hier. Ne, länger glaube ich sogar. Weil jetzt am vergangenen Wochenende hatten wir ja wieder Rennen. In der German Spirit League. In Gran Turismo. Und da musste ich dann halt auch wieder ein bisschen trainieren. Und ja, The Last of Us halt gezockt. Und deswegen bin ich hier noch gar nicht dazu gekommen.
Okay, jetzt bin ich in dem. Warum bin ich jetzt in dem? In dem will ich doch gar nicht sein. Moment. Ne, warte mal. Wie ging das jetzt nochmal? Wie konnte ich jetzt hier den Wagen wechseln? Truck wechseln, hier, genau. Okay, das hat jetzt irgendwie nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Funktion. Ja, ich weiß, dass ich mit dem hier nicht fahren kann. Das ist blöd. Ich will aber jetzt in den kleinen. Und ne, beziehungsweise ich will in den großen. Wie komme ich denn jetzt in die Werkstatt rein? Scheiße. Ich glaube, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, wa? Nee. Wo ist denn jetzt hier mein. Moment, wo ist der kleine LKW? Also dieser kleine Dingenswagen da. Nee, da wollte ich nicht drauf. Ah, verdammt. Wo ist er? Da will ich rein. Ich will da rein! Ah, Moment. Ja, genau. Ah, Moment. Kann ich auch hier hin? Ah, so funktioniert der Hase. Jawohl! Verkaufen, einsetzen. Einsetzen. So, wie funktioniert das jetzt? Jetzt kann ich doch hier. Moment. Ich will den nicht verkaufen. Ich will zurück. Ah ja, genau. So. Kann ich mit dem denn jetzt hier rausfahren? Werkstatt verlassen. Jawohl, genau. So funktioniert der Hase. Ja. So habe ich mir das vorgestellt. Perfekt. So, jetzt muss ich hier Handbremse lösen, Motor starten. Sehr schön. Halt, nee, das hab ich nicht. Ja, also, was mir halt aufgefallen ist, ist einmal, dass das Spiel nach wie vor immer noch sehr laut ist, wie ich finde. Moment, da muss ich noch mal gerade in die Einstellung reingehen. Und zwar, hat er das hier wieder umgestellt? Nee, ne? Fahrzeuglautstärke. Die mache ich jetzt mal auf 50%. Das geht mir voll auf den Keks. Die ist mir viel zu laut. So, zurück. Naja, ein bisschen leiser ist es hoffentlich geworden. Also, was ich jetzt verstanden habe, oder beziehungsweise was ja echt teilweise mies ist, so, es wird wirklich sehr, sehr wenig erklärt, wie was funktioniert. Also da muss man sich echt ein bisschen durchhasseln. Aber gut, funktioniert jetzt auch. So, was ich mir jetzt mal gedacht habe, weil dieser blöde LKW da, der funktioniert ja nicht, ne? Kann ich mir den nicht hier irgendwie in die Werkstatt ziehen? Mit dem hier? Das müsste doch eigentlich funktionieren, oder nicht? Moment, machen wir das mal. Ziehen wir die Handbremse an. So, und jetzt die Winde anbringen. Genau. Ne, halt. So. Da vorne dran. Ah ja. Moment. Komm mal ein Stück zurück. Jawohl. So funktioniert das doch, oder nicht? Geht das jetzt? So, Moment. Winde lösen. So, und wenn ich jetzt mit dem hier rausfahre, muss man. Das könnt ihr mir auch nochmal beantworten. Muss ich eigentlich hier immer mit dem LKW wieder rausfahren? Oder ist es egal, wenn ich dann da drin stehe? So, Moment. So, jetzt Truck wechseln. Genau, in den rein. Und jetzt in die Werkstatt. Er läuft. Individualisieren. So, wo war das jetzt hier mit den Reifen? Reifen hier. So, da habt ihr ja immer gesagt, so, ich soll immer direkt die besten kaufen. Kann ich hier irgendwie. Ne. Ah, kann ich hier nur so einzeln anwählen? Ah, scheiße. Das dauert ja 100 Jahre. Na, egal, gucken wir mal eben. Ah, okay. Naja, alles klar. Moment. Geht das nicht so ein bisschen schneller? Zack. Oh. Hä? Wo sind sie?
Da oben, okay, alles klar. So, welche haben wir? Wir haben die 42 Zoll UHD-1. So, und da habt ihr gesagt, ich soll immer direkt die besseren nehmen. Die haben doch weniger Profil, oder nicht? Und ich habe nicht so viel Geld, ne? Naja, den brauche ich ja erstmal noch nicht. Warten wir mal ab. Einen Schritt nach dem anderen. So, was machen wir hier farbentechnisch? Farbe können wir was Neues nehmen, ne? So ein Schwarz, ne? Hier mit so einem Muster. Rot und Schwarz. Das gefällt mir. Zack, das nehmen wir. Sehr schön. So, jetzt müsste ich mit dem noch draußen rumfahren können, oder nicht? Jawohl! Ja, so läuft der Hase. Ja, funktioniert das Ding auch. Geil. Haben wir schon den dritten LKW? Finde ich gut. Was kann ich mit dem aufladen? Ich denke mal so Container oder irgendwie sowas, ne? Gehe ich mal von aus. So. Was ist das hier eigentlich? Upgrade erhalten. Kann ich hier diese. Obwohl ich habe noch gar keine Upgrades eingesammelt, ne? Egal. Ich stelle den jetzt erstmal hier neben die Werkstatt. Ich glaube, da steht der. Oh, Alter, der bremst aber auch ganz schön mühselig. So, alles klar. So, Moment. Jetzt Motor abstellen. Ah, Moment, das habt ihr mir auch noch geschrieben, ne? Ich soll immer den Motor abstellen. Der läuft ja hier noch. Weil die schlucken echt ein bisschen viel Sprit, ne? Okay, da muss ich mich gewöhnen. Ah, das kriegen wir hin. So, Moment, den stehe ich jetzt mal daneben. Ja, bleib stehen. So. Dann Motor abstellen. Sehr schön. So, und jetzt Truck wechseln. Ne, ich will nicht in den wechseln. Ich will. Moment. Wie heißt der Kleine? Das ist der, glaube ich, ne? Jawohl. Da will ich reinwechseln. Auswählen. Jawohl, genau. So. Perfekt. Das läuft. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt schauen wir mal, dass wir mal hier mal anfangen. Erstmal diese kleinen, naja, nennen wir es mal klein, die Sachen hier zu machen. Wie zum Beispiel den Turm hier oben freischalten. Würde ich jetzt mal so als Ziel. Wo stehe ich überhaupt? Moment. Da stehe ich. Hab ich hier irgendwas in der Nähe, was ich sonst so. Wieso stehe ich denn? Also, okay. Ja, alles klar, passt. Ja. Türmchen freischalten. Hier sind Upgrades. Das ist gut. Dann hier das Türmchen. Was ihr mir leider nicht in die Kommentare geschrieben habt. Was mich aber echt mal interessieren würde, ist. Wo war das? Das ist, glaube ich, ist das der Turm hier? Ich glaube, der Turm hier ist das. Ist das der? Ja, das müsste, glaube ich, der hier sein. Wo hier überall dieses Sumpfgebiet ist. Komme ich da mit dem Kleinen, so wie er jetzt ist? Oder ist es könnte sogar auch. Es könnte aber auch der sein. Komme ich mit dem Kleinen. Wagen jetzt da so rein, so wie er jetzt da steht, oder würde ich da einfach nur versinken? Ich gehe mal davon aus, ich würde da baden gehen, ne? Das würde mich mal interessieren. So, was haben wir denn jetzt hier? Ja, dann würde ich sagen. Ach du Scheiße, hier sind ja auch noch Türmchen. Okay. Ja, wir fahren mal da zu dem Turm. Ne, halt. Ah, verdammt. Wie war denn das jetzt hier? Hier runter, links, in die Stadt rein. So, jetzt hier eine Markierung setzen. Obwohl, warte mal. Ich markiere mir das mal so. Bis nach hier. Dann nach dort. Und dann nach da oben. So müsste es doch funktionieren, ne? Genau. So. Schauen wir mal. Was? Also, Handbremse ist noch an. Dann gucken wir mal, ob ich das jetzt so hinbekomme. Ja, was er mir ja auch geschrieben hat, Geduld bei dem Spiel ist ganz wichtig.
Ja, je nach Stimmungslage würde ich das sogar hinkriegen. Kappa. Aber nee, das habe ich ja auch schon festgestellt, dass ich hier Geduld brauche bei dem Spiel. Das sollten wir auf jeden Fall hinbekommen. Hoffe ich doch zumindest mal. Oh, kommst du da hoch? Bitte, 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 bitte. Komm, zieh, 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 zieh. Oh. Sieht schon schlecht aus. Nicht allzu viel Gas geben hier. Komm, zieh. Komm. Moment, kriege ich den Lastengang hier? Ne, mit dem funktioniert es nicht, oder? Komm, fahr, fahr. Fahr, fahr, fahr. Jawohl, sehr schön. Ja, jetzt läuft der Hase. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier. Was brauche ich? Allrad brauche ich, ne? Gut, schauen wir mal, dass wir das hier hinbekommen, irgendwie. Oh Gott, ich glaube, ich habe einen beschissenen Weg hier ausgesucht. Gehen wir mal die Onboard-Kamera. Obwohl, ne. Ist ja echt nervig. Ah, komm, zieh! Jawohl. Fahr ich überhaupt noch richtig? So eine Minimap hier unten, das wäre noch ganz nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein bisschen blöd, wenn ich immer wieder auf die Karte wechseln muss, aber ich müsste, glaube ich, hier richtig unterwegs sein. Ich versuche mal, warum bin ich eigentlich so blöd? Warum versuche ich nicht einfach mal hier ein bisschen am Rand zu fahren? Das sollte doch ein bisschen besser funktionieren, oder nicht? Okay, sagt er und verkackte völlig. Ja, komm, fahr. Ja, bis hierhin sieht das eigentlich ganz nice aus. Ich denke mal, ich bin auf einem guten Weg. Und dann schauen wir mal, dass wir erstmal hier die ganzen Sachen hier in Michigan hier klar kriegen. So kleine Aufträge sollte ich annehmen, ne? Also, da haben wir ja schon mal mit angefangen. Aber erstmal würde ich jetzt sagen, versuchen wir mal die Türmchen zu bekommen. So, das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Hier fahre ich am liebsten, ne? Auf der Straße. Hier ist ein Stoppschild, das überfahre ich jetzt einfach mal. Da kümmert sich eh keiner drum. Zack. Ah, Moment, darf ich hier jetzt überhaupt durchfahren? Oh. Water over road, wie ich gerade lese. Alter Schwede, wie komme ich denn da durch? Was ist das hier? Ich falle einfach mal drüber. Was ist das hier? Neue Mission. Ah ja, okay. Aufgaben sind kleine Zusatzmissionen, die dein Leben erreichen. Ja, okay. Danke dafür. Was ist das hier? Was? Feldsturz. Okay. Naja gut, Feldsturz hört sich jetzt mit dem Kleinen nicht gerade positiv an. Komme ich denn da jetzt irgendwie... Moment, wir fahren mal darüber. Komme ich da jetzt irgendwie durch? Ja, müsste doch irgendwie gehen, ne? Wenn ich hier am Rand vorbeifahre. Ja, hier, sieht doch gut aus. Also, naja. Nur mehr oder weniger, würde ich sagen. Was ist das hier? Was haben wir da entdeckt? Moment. Ah, fahren wir mal dahin. Wieder eine neue Mission. Yeah, festgefahrene Anhänger. Oh, festgefahrene Anhänger, das hört sich schon wieder besser an. Da zu dem Turm will ich. Komm mal da. Okay. Das sieht nicht so aus, als würde ich da hinkommen, oder? Kann ich mich da irgendwie hinhangeln mit der Seilwinde? Fahren wir hier rüber. Hoffentlich. Nein, 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 nein. Oh, scheiße, ich habe gedacht, das reicht. Nein. Okay, Moment, Winde, komm ich da hinten dran. Bitte. Oh, nein, das. Oh ja, doch, das reicht noch. Hallo? Ah ja, genau. Ja, nein, da. Danke. Okay. Zieh.
Lenkt mal in die andere Richtung. Zieh. Okay, so. Perfekt. So, okay. Scheiße. Sieht nicht so gut aus, ne? Moment, komme ich da irgendwie... Oh. Ich versuche mal hier nicht gegen den Pöller hier zu fahren. Was für ein Geschmodder hier. Komme ich da irgendwie... sieht nicht so aus, als würde ich da den Turm rankommen, ne? Scheiße. Okay. Dann versuchen wir erstmal was anderes. Oder beziehungsweise, dann muss ich erstmal was anderes versuchen, ne? Dann schauen wir nochmal auf die Karte, bitte. So, was haben wir denn hier noch an Missionen? Husky... Sind das eigentlich... Alles Firmen, die jetzt hier nur auf der Map sind, oder können die auch auf den anderen Maps sein? Das würde mich auch noch interessieren. Felssturz? Festgefahren. Ah, da hinten ist Felssturz. Okay. Da und da. Und da ist der festgefahrene Anhänger. Ah, alles klar. Sehr schön. Okay. Jetzt will ich aber trotzdem erstmal... Wo sind denn? Ach, hier. Okay, da müssen wir was anderes probieren. Dann probiere ich es erstmal anders. Dann probiere ich jetzt erstmal was anderes. Und zwar... Ja, wie geht man da... Ganz ehrlich, wie geht man das am besten strategisch an? Das ist auch noch so eine Sache, die mich vielleicht mal interessieren würde. Also dann würde ich vielleicht jetzt... Also zu dem Turm da hinten, da werde ich ja wohl mit dem Wagen nicht hinkommen. Also komme ich aktuell anscheinend mit gar keinem Wagen hin. Dann würde ich dann doch erstmal dieses Upgrade hier versuchen wollen. Das heißt, einmal die Straße zurück bis zur Tankstelle, wo ich sowieso mal hinfahren sollte. Ja, wir fahren zurück bis zur Tankstelle. Das machen wir als erstes. Ich muss mich hier so wirklich noch so ein bisschen reinfinden. Und ja, was mich halt, wo ich noch nicht so ganz so Bescheid weiß drüber, ist halt auch die Tatsache, wie jetzt hier, das ist jetzt hier, glaube ich, diese Aufgabe mit dem Anhänger. Welches Fahrzeug brauche ich dafür, um diese Mission annehmen zu können, weil, ne, wenn ich jetzt irgendwo da in die Pampa, da in den Matsch reinballer, so, das macht ja wenigstens gar keinen Sinn, wie ich finde. Da brauche ich ja irgendein vernünftiges Fahrzeug für. Kann man das irgendwo sehen, oder sieht man das irgendwo, was da am besten für ein Fahrzeug geeignet, oder was ich da am besten für ein Fahrzeug nehme? Das wäre ja auch nochmal gut zu wissen. Weil ich versuche jetzt erstmal dann eure Tipps zu befolgen. Und jetzt erstmal diese Türmchen und die Upgrades einzusammeln. So, damit ich hier Vorteile mehr erfahre. Was ich auch gut finde. Was ist das hier eigentlich für eine Militärbasis? Also ein Motel. So, aber trotzdem sollte ich erstmal tanken fahren. So, hier vorne ist die Tankstelle und hier müssen wir irgendwie im Berg rauf. Da gucken wir jetzt mal. Aber erstmal zur Tankstelle. Das als erstes. Bleib stehen. So, Kraftstoff tanken. Perfekt. Sehr schön. Danke. Also, schließen. So, und jetzt. Da hoch. Okay, komm mal da hoch. Versuchen wir es. Wahrscheinlich nicht. Komm, gib nicht so viel. Ich versuche nicht so viel Gas zu geben. Was schon wieder voll in die Hose geht. Weil ich komme ja irgendwie. Das ist so ein Ding, was ich noch nicht so. Ich krieg ja noch mit den Fahrzeugen hier aktuell noch gar nichts gebacken. Das ist ja voll. What the f. Ne? Komm. Irgendwie darüber. Oder darauf.
Scheiße. Denk daran, dass du Kombination aus Getriebe, Allrad, also fern voran und Winde verwendet. Ja, ja, das habe ich schon gecheckt. Das ist schon okay so. Aber ich wühle ja jetzt hier gerade den ganzen Boden auf, was jetzt irgendwie nicht so der Plan war. Aber hier, das muss der doch irgendwie so ein bisschen schaffen können, oder? Warte mal, mach mal Handbremse gerade. Versuchen wir mal die Winde hier. Genau so. Den Baum und hoch da. Also ne, halt Handbremse lösen. Na komm. Ah, komm. Oh, nicht umkippen. Bitte nicht umkippen. Alter Schwede, ey, das ist aber echt stressig, ne? Ja, Winde. Moment, komme ich da drüben schon dran? Nein, scheiße. Ja, komm, zieh nochmal. Versuche ich mich mal bis hier ganz da oben hier zu ziehen. Jetzt mach mal ab. Das funktioniert auch nicht. Scheiß, wie komme ich denn da hoch? Das muss doch irgendwie funktionieren. Ich muss doch irgendwie darauf kommen. In irgendeinem Fahrzeug muss ich doch darauf kommen. Das kann doch nicht sein. Ich muss doch irgendwie irgendwas machen können mit dem kleinen Auto hier. Es muss doch irgendwas, muss doch da funktionieren. Jetzt versuchen wir hier lang zu fahren. Halt, stopp, 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 stopp. Bleib stehen. So, jetzt versuchen wir. Was? Also Winde. Ja, jetzt. Ja, den Baum. Jetzt zieh. Ah Mensch, die Handbremse. Jetzt versuche ich mich mal hier hochzuziehen. Mal gucken, vielleicht funktioniert das ja. Ich kann mich ja auch vom Bäumchen zum Bäumchen hangeln. Vielleicht. Sollen wir mal los da? Kann ich hier mit dem Lastengang vielleicht irgendwas machen? Was? Ah nee, ich will nicht hier. Nein, ich wollte nicht hier. Oh nein! Das will ich. Oh! Was? Wieso habe ich den Motor abgeschaltet? So, ist jetzt die Winde hier irgendwo angebracht? Wahrscheinlich nicht. Okay, das funktioniert irgendwie auch nicht. Mit irgendeinem Fahrzeug muss man doch hier irgendwie. Also das könnt ihr mir wirklich nochmal dann in die Kommentare schreiben. Ich muss doch mit irgendeinem Auto hier irgendwie dann da hochkommen, sonst kriege ich die doch nicht freigeschaltet, die Dinger. Toll, jetzt habe ich hier komplett fest, oder was? Puh. Okay, Moment, ist das. Halt, ne, das will ich nicht. Bergen. Jo. Werkstatt verlassen, sehr schön. So geht's am einfachsten. Versuchen wir das Ganze nochmal. Was ist, wenn ich jetzt. Ich fahre jetzt einfach mal mit dem hier über dieses Upgrade-Ding. Vielleicht kriege ich ja da was. Kann ich hier irgendwas haben? Also kriege ich hier irgendwas? Upgrade erhalten. Was stand da jetzt? Das konnte ich ja so schnell gar nicht lesen. Aktivierbare Allrad für aktuellen Truck nicht verfügbar. Oh. Antriebsstrang mit einem gesteuerten variablen Allradantrieb. Ah, okay, Moment. Das kann ich aber aktivieren. Oder was? Steht zum Kauf verfügbar. Okay, versuchen wir das mal. So, Moment. Getriebe, richtig? Standard. Freeway. SnowRunner. Nein. Ah, hier. Ist das das hier? Differentialspalier. Die Spalier verfügt einen offenen Differential über einen beachtlichen Traktionsvorteil und erleichtert damit das Fahren in unwegsamem Gelände. Ah, hallo. Standardmäßiges offenes Differential. Oh, erkunde Michigan, um diesen Gegenstand zu finden. Oh, toll. Fuck.
Oh. Na toll. Da habe ich gedacht, da könnte ich mir die jetzt schön hier gönnen. Autonome Geländegewinn. Okay, diese Hilfswinde mit starkem Akku ist zwar nicht für schwere Brocken geeignet, bietet aber genügend gegenüber den üblichen Modellen den Vorteil, dass sie auch bei ausgefallenem Motor funktioniert. Okay. So teuer, ne? Könnte ich mir jetzt gerade nicht leisten. So, Reifen habt ihr mir auch gesagt, soll ich mir besseres holen, ne? Ah, Moment, hier sind Geländereifen freigeschaltet. Okay. Das ist schon mal interessant. Moment. Welche habe ich denn jetzt hier drauf? Auch die 31 Zoll HS1. Okay, das ist ja schlecht. Straße gut. Offroad durchschnittlich. Schlamm gut. Schlamm gut hört sich gut an. Was ist da? Okay, was nehme ich denn jetzt da? Schlamm oder Offroad? Dieser ausbalancierte Reifensatz wurde für den Einsatz auf Straßen und im Gelände optimiert. Ich habe ja hier viel Schlamm, ne? Wir nehmen mal Schlamm gut. Kaufen. Perfekt. So, die haben wir jetzt schon mal drauf. Sehr schön. So, Federung, kann ich hier noch irgendwas machen? Nein. Getriebe, auch nicht. Motor, auch nicht. Okay. Das haben wir schon mal. Wir verlassen jetzt mal die Werkstatt. Versuchen wir es nochmal. Wir suchen uns nochmal einen neuen Punkt. Tu das mal weg. Was ist denn mit dem Turm hier? Wie komme ich da hin? Über die Straße hier. Versuchen wir den mal. Also, Handbremse. Versuchen wir den einfach mal. Probieren wir das mal aus. Vielleicht klappt das ja besser. Ihr merkt, ich muss hier noch sehr, sehr viel lernen und üben und machen und tun. Aber ihr gebt mir ja reichlich Tipps und wie gesagt, die versuche ich ja auch zu befolgen. Das Ding ist natürlich auch, wenn ich jetzt erstmal den Tipp befolgen möchte, erstmal die Türmchen hier freizuschalten und kommen keinen Meter weiter, ist das natürlich auch nicht gerade gut, ne? Also von meiner Seite aus dann. Ist dann schlecht eher. Aber gut, egal, kriegen wir alles hin. Geduld war ja die Devise, ne? Da war ja was. So, jetzt schauen wir mal, vielleicht komme ich da an den Turm ran. Ja, boah, die Kamera rüttelt aber hier so ziemlich ordentlich durch den Wind. So ist das jetzt hier rein? Ja, hier ist es rein. Okay. Okay, dann versuchen wir es hier mal. Alter Schwede, das sieht aber auch schon wieder ganz schlecht aus. Okay, aber von den Reifen her. Oh, nicht so schnell, nicht so schnell. Bei den Reifen, da bin ich auf jeden Fall schon mal, ich glaube, jetzt besser bedient. Fahre ich hier richtig? Ah ja, da. Nein, nein, nein. Zieh, 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 zieh. Zieh, zieh. Oh. Ja, fahr, fahr, fahr. Fahr. Ah, das sieht nicht gut aus. Halt, Handbremse. Dann wollen wir uns mal ein bisschen Hilfe holen hier. Reicht das? Oh Gott, hoffentlich hält der Baum das aus. Ah, der Handbremse. Jawohl, das sieht gut aus. Nee, scheiße. War ja aber hier teilweise. Oh. Nein, 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 nein. Halt, Handbremse, Handbremse, Handbremse. Okay, da bin ich ein bisschen zu weit nach hinten gefahren. Das war nicht der Plan. Genau, nehmen wir den Baum. Wenn da einziehen, Handbremse lösen. Ich muss da lang. Ja, oder ziemlich mal.
Reicht das? Ich will da den... Ah! Nerv. Wenn der anbrennt. Was will ich denn da? Ja genau, zieh mich mal dahin. Komm, zieh. Ah, zieh doch darüber. Es muss doch irgendwie möglich sein, darüber zu kommen. Handbremse. Winde. Ist hier sonst noch irgendwas, wo ich mich hier hochziehen kann? Nee, ne? Dann würde ich sagen. Okay, welchen nehme ich da? Den? Ah, die Brack. Ich vergesse jetzt mal die Handbremse zu nehmen. Ja, aber da will ich ja nicht hin, ne? Das ist das Blöde. Ich will eigentlich nur mich darüber ziehen lassen, damit ich da so ein bisschen hinkomme. Was aber auch nicht irgendwie wirklich funktioniert. Okay, lassen wir das nochmal. Komm, fahr mal hier lang jetzt. Ich hustle hier ein bisschen rum, ne? Komm, zieh. Ich komme aber auch nirgendwo hoch, ey, das ist doch scheiße. Wie komme ich denn hier rüber? Das muss doch irgendwie möglich sein, an irgendeinen dieser Punkte ranzukommen. Hier komme ich, ich komme ja wirklich nirgendwo ran. Na toll, jetzt habe ich mich komplett festgefahren oder was? Ja, diese Info da, die nervt langsam. Irgendwo muss man doch mal hochkommen. Oder hinkommen. Der Lastenjäger bringt es auch gerade nicht. Boah, ist das nervig. Aber nicht nervig in dem... Doch, es ist schon irgendwie so ein bisschen nervig. Weil ich will ja hier auch irgendwann mal was erreichen. Ich komme aber gerade aktuell ja nirgendwo hin. Ich komme ja noch nicht mal in irgendeinen Turm. Ich kann nicht eine Aufgabe erledigen, die er mir vorgeschlagen hat. Okay, dann machen wir was anderes. Werkstatt verlassen. Wir gehen wieder raus. Du löst die Handbremse. Was? Okay, dann gehe ich erstmal an irgendeine kleine Aufgabe ran. Vielleicht springt nicht das ein Stück weiter hier. Ich habe jetzt hier eine halbe Stunde damit verbastelt. Hier irgendwo an irgendeinen Turm ranzukommen, was bis jetzt hier gar nicht funktioniert hat. Was irgendwie komplett schlecht ist. So, also mal was anderes. So, zack, Motor abschalten. So, Truck wechseln. In den rein. So, dann suchen wir uns eine Aufgabe. Dann machen wir das so. Was hat denn hier... Wer hier? Werkzeuglieferung. Werkzeuglieferung hört doch. Nennen wir es mal einfach an. Und zwar, die Leute von einer örtlichen Farm namens Matthew and Sons haben uns gebeten, ihnen Reparaturwerkzeug zu liefern. Du müsstest die Lieferung irgendwo in der Nähe der Werkstatt finden. Naja, da stehen wir ja gerade. Das steht ja hier. Schiebeplanauflieger. Ja, das nehmen wir mal an. Achso, das war ja auch noch, ne, bei der Brücke. Ja, das habe ich dann nachher auch gecheckt. Dass ich den Auftrag nicht aktiviert hatte. Das war, naja. Ne? Schon ein kleines bisschen dumm von mir. Aber gut, okay. Passiert. So. Dann fahren wir mit dem jetzt mal los. Da machen wir wenigstens eine Aufgabe. Ne? Also wenn ich schon die Türmchen hier nicht schaffe, dann brauche ich wenigstens irgendwas anderes an Aufgabe. Das kann ja so nicht wahr sein, dass ich hier eine halbe Stunde rumhassle und hier null bis gar nichts hier erledigt krieg. Also diese Information da oben, also teilweise nerven die.
Oh, halt, stopp, 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 stopp. Zu weit. Bin ich schon angekoppelt? Jawohl, sehr schön. So, und dann muss das zur Farm. Die ist doch hier vorne irgendwo, ne? Hier, genau. Also raus, links, geradeaus, rechts. Kein Problem für mich. Mal Licht an hier. Und es wird schon wieder dunkel, ne? Das ist auch, boah, Junge, der Tag-Nacht-Zyklus. Also, das hatte ich auch irgendwo in einem Tutorial gelesen. Hier oder mitbekommen, dass man die Zeit überspringen kann. Ja, das wusste ich. Danke aber nochmal für die Info. Aber, ich hatte eigentlich gehofft, dass man. Also, das will ich ja eigentlich nicht, ne? Ich will ja nicht hier ständig die Zeit überspringen. Aber man sieht ein bisschen schlecht, ne? Ganz kleines bisschen. Alter, das sieht aber schon nice aus, ne? So ein Sonnenuntergang. Läuft auf jeden Fall. Der Tag-Nacht-Zyklus ist halt relativ zügig hier, finde ich, in dem Spiel. So, die Aufgabe, die sollte ich doch erledigt bekommen, ne? Also das dürfte doch jetzt nicht wirklich so schwer sein. Sagt er und blieb irgendwo stecken. Also ihr lacht euch bestimmt kaputt wieder, aber ist okay, kein Problem. Ich muss halt, wie gesagt, hier noch megamäßig viel lernen. Mud Racer damals habe ich gar nicht gespielt. Das habe ich mir auch nur noch mal, oder das hatte ich mir damals in meinem Let's Play angeguckt. Und von den Bewertungen her und so soll der SnowRunner ja noch mal um Welten besser sein. Also was ich so mitbekommen habe, deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich finde den geil. Und irgendjemand hatte mich auch gefragt, ob ich den zum Vollpreis gekauft hatte. Nee, den gab es im Store in diesen Summer-Angeboten. Da habe ich 35 Euro für bezahlt. Nein, 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 nein. Bitte nicht stecken bleiben. Komm, ich gebe auch ganz sanft Gas. So ganz vorsichtig. Ja, komm. Ja, 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 ja. Langsam. Bitte, bitte, bitte. Na, das sieht doch schon besser aus. Sehr schön. Jawohl, ich habe was geschafft in der Folge. Ja, Werkzeuglieferung. Der alte Farmer Matthew hat soeben eine Lobeshymne auf dich eingestimmt. Man wird sich an deine gute Tat erinnern. Yeah. Sehr schön. Nice Angelegenheit. Ja, geil. Was kann ich eigentlich? Kann ich bei dem hier auch irgendwas machen? Ich habe keinen Plan. Ah, egal, schau mal. Was haben wir hier? Nasse Ernte. Was ist das? Eine Farm in der Nähe wurde schwer von der Flut getroffen. Es wird dringend Baumaterial für die wichtigste. Also es ist alles nur für die Farm hier, oder was? Okay, Moment. Ja gut, hier stehe ich jetzt gerade, aber muss ich ja holen, ne, das Zeug. Moment, zurück. Was haben wir hier noch? Rohrträume. Was geht da? Die örtliche Fabrik für Ölzubehör wurde überflutet. Sie ist für die Bohrung in der Region unverzichtbar und wir müssen sie schnellstmöglich wieder zum Laufen bringen. Schwerer Tankauflieger. Den kann ich aber doch nicht... Kann... Mit was für... stimmt. Frank, du hattest mir das, glaube ich, geschrieben mit der... Mit dieser Trophäe. Den Tankauflieger habe ich schon gesehen mal. Da oben an der Tankstelle. Mit was für einem Fahrzeug kann man den bewegen? Also ich muss den ja irgendwie anheben. Dafür brauche ich einen Kran, hat sie mir geschrieben. Was für einen Kran brauche ich da? Wo kriege ich so einen Kran her? So, Frage Nummer 1. Frage Nummer 2 ist, wenn ich diese Aufgabe mache, mit welchem LKW kann ich den benutzen? Weil das... das ist da oben. Okay, also die Aufgabe machen wir erstmal nicht. Die lasse ich erstmal außen vor. So, verlorener Container. Lieferung für Steel River. Verlorener Container hört sich irgendwie so für mich an wie für den anderen LKW da, den ich habe. Was muss ich da machen? Hört zu, wir vermissen einen Container mit wichtiger Ausrüstung, ohne die wir nicht arbeiten können. Weit kann er nicht gekommen sein. Fahr hinaus und finde ihn. Wir werden dir sehr dankbar sein. Ersatzteile für Bohrung. Krantrack empfohlen. Wo bekomme ich einen Krantrack her?
Okay, die können wir auch erstmal vergessen. Okay, hier ist auch der Krantrack. Okay, also das mit dem Krantrack, das habe ich, glaube ich, keine Ahnung. Dann machen wir das hier. Die nasse Ernte. Ziegel, Holzplanken, Stahlträger. Aktivieren. Lieferung an die Farm. So, wo bekomme ich was her? Moment, hier kriege ich irgendwas her. Wofür brauche ich den Anhänger? Was ist das hier? Brauche ich den? Offensichtlich, ne? Moment. Nadelholz, da kriegen wir die Holzplanken. So, schätze ich mal. Also da steht auch noch so ein Anhänger oder was. So, wo kriege ich die? Ah, da oben kriege ich die Stahlträger. Alles klar, okay. Dann. Wie fahre ich da? Zurück. Und dann da lang. Und Tankstelle. Die Stahlträger holen. Die holen wir als erstes. Auf geht's. Schauen wir mal, dass wir hier aus dem Gemüse wieder rauskommen. Das sollte ja jetzt hier ein bisschen besser funktionieren ohne Anhänger. Was? Wo? Warum? Warum? Ich hab doch nichts gemacht. Na egal. Weiter geht's. Ja, 40 Liter Sprit hat er schon wieder weg durchgeblasen, ne? Junge, die saufen sich ja hinweg, die LKWs. Naja, kostet in den USA ja nichts, ne? So, da fahre ich mit dem LKW jetzt erstmal nicht rein. Wir haben jetzt erstmal eine Aufgabe zu erledigen. Jetzt gehen wir erstmal die Stahlträger holen. Da steht auch noch ein Anhänger. Was ist das für ein Anhänger? Kann ich das sehen? Sehe ich nicht, ne? Was ist da drin? Fahr da mal rein. Ich bereue das bestimmt, aber. Was für ein Anhänger ist denn das? Sind das nicht Stahlträger? Das sieht nicht so aus, ne? Egal. Lass mal. Sonst komme ich ja nachher wieder nicht raus. Dann stehe ich wieder da. Wir holen jetzt erstmal die Stahlträger für die Farm. Hier, den Turm meinte ich. Ist er hier? Hier muss ja der Turm sein, ne? Ja, genau. Mit was für einem Gefährt, mal ganz im Ernst, komme ich hier durch das Wasser? Also da komme ich schon weder mit einem der großen LKWs, die ich hier habe, noch mit dem kleinen durch. Ich komme mit dem kleinen durch meinen Berg rauf. Womit komme ich denn hier rein? Mit was für einem Gefährt fahre ich hier rein? Also wenn ihr mir das beantworten könntet, wäre ich euch sehr dankbar. Aber selbst wenn ich Allrad habe, komme ich ja, dann brauche ich ein Boot. Oh oh. Ah. Komm. Lenkung sollte ich auch noch irgendwas umstellen. Ne? Aber so langsam habe ich mich so ein bisschen daran gewöhnt. Es geht eigentlich jetzt mittlerweile. Also von der Lenkung mit dem Controller komme ich eigentlich soweit jetzt ganz gut zurecht. Ich muss mich halt darauf einstellen, dass ich, also dass der halt später reagiert als das, was ich tue. Und dass die Bremsen halt ein bisschen, naja, gibt Besseres, ne, an Bremsen, sage ich jetzt mal. Wenn man ein bisschen darauf eingestellt ist und hier nicht durchkachelt wie so ein Wahnsinniger, dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut. So, müsste jetzt hier nicht irgendwo die Tankstelle kommen?
Ah ja, da vorne, genau. Aber hier lang? Kann ich eigentlich da vorne auch durch das Wasser fahren? Mit dem LKW? Das müsste doch eigentlich funktionieren, oder? Das ist so hoch genug. Oh, hoch genug, oder nicht? Schätze ich mal. So, jetzt fahren wir erstmal hier tanken. Besser ist das. Das meine ich mit dem Tanken. Mit dem Bremsen. So, zack, das haben wir. Oh, schließen. Und auf geht's. Back in the city. Ja, und was halt jetzt, wo ich so ein bisschen traurig gerade drüber bin, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich noch nicht einen Turm jetzt hier freischalten konnte oder so ein Upgrade holen konnte, weil ich da einfach nicht hochkomme. Bin ich gerade ein bisschen traurig drüber eingestimmt, aber hey, mein Gott, was soll's. Versuchen wir das erstmal jetzt hier über diese kleinen Aufträge zu regeln. Ah, Moment. Was brauche ich hier? Ziegel, Holzplan. Ah, kriege ich die Ziegel auch hier? Deswegen habe ich den Anhänger, glaube ich, gebraucht, ne? Scheiße. Ja, klingt komisch, ist oder so, glaube ich. Oder klingt auf jeden Fall auch logisch. Ah, guck an, hier steht noch ein Anhänger. Nehmen wir den einfach. Neuer Anhänger entdeckt. Kutschenanhänger. Ja, würde ich sagen, nehmen wir den. Wenn der schon hier rumsteht, ne? Moment, kann ich da, komme ich da irgendwie... Der steht aber scheiße, hätten die den nicht andersrum stellen können? Muss ich ja hier irgendwie da rum reinkommen? Bleib mal stehen. Ah, ah, leg, 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 leg. Na ah, komm, ein bisschen geht noch. Stopp, 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 stopp. So, mal vorsichtig da rein. Das müsste der doch sein, ne? Oder? Gehe ich mal davon aus. Nehmen wir den mal. Oh, scheiße, ich hänge da oben an dem Schild fest. Ah, wie komme ich denn an das Scheißding da dran? Verdammt. Okay, Moment. Ne, halt. Fahren wir ein Stück zurück. Da fahre ich gegen den Zaun, ne? Scheiße, wie komme ich denn da dran? Kommt man da um das Schild drumherum? Oder kann ich den auch so ankoppeln? Moment, funktioniert das? Müsste doch auch so gehen, oder nicht? Halt, stopp. Ja gut, okay, das geht auch so, perfekt. Was? Also. So, was haben wir? Was ist denn da hinten drauf? Kann ich das Zeug gebrauchen? Irgendwie nicht, ne? Oh, scheiße. Und an den Wendekreis von diesen Dingern muss ich mich noch gewöhnen. Sorry, ich habe den Schild umgefahren. Ah ja, perfekt. Sehr schön. Gut, haben wir das auf jeden Fall schon mal erledigt? Puh. Okay. Das sind die Stahlträger da vorne, ja? Richtig? Moment, so. Was kriegen wir denn jetzt hier? Fracht verladen. Automatisch beladen. Sehr schön. Haben wir. Schließen. Was mache ich mit dem Zeug, was da hinten ist? Das sind ja keine Ziegel. Und Holzplanken sind das auch nicht.
Moment, kann ich das hier? Truck Anhänger. Wie ging das jetzt nochmal? Fracht entladen. Ne, nicht von dem LKW. Die will ich nicht entladen. Ich will den Anhänger. Moment. Frachtverwaltung. Anhänger. Zu wenig Platz. Ja, ist klar. Ich würde das ja auch gerne loswerden. Moment. Anhänger lösen. Truck. Fracht entfernen. Fracht verladen. Ah. Genau, so. Okay, das muss weg. Ja, und das muss weg. Ich weiß zwar nicht, was das ist oder wo das herkommt oder wofür ich das brauche, aber das machen wir jetzt mal so. So, und jetzt Ziegel. Wo bekomme ich die Ziegel her? So, schauen wir nochmal. Was ist das hier? Kriege ich hier die Ziegel? Das ist nur ein Anhänger. Wo kriege ich denn die Ziegel her? So, hier ist Sägewerk. Hier kriege ich die Holzplanken. Ich würde gerne noch wissen, wo ich die Ziegel herkriege. Hier ist noch ein Anhänger. Farm. Was ist das hier? Scout Pritschenwagen. Okay, den brauche ich erstmal nicht. Was ist das hier? Sind da die Ziegel? Stahlträger. Oh oh. Waren das die verschwundenen Maschinen? Sehe ich gerade. Scheiße. Ich glaube, ich habe schon wieder was falsch gemacht. Kann das sein, dass ich wieder was falsch gemacht habe? Sieht fast danach aus, ne? So, was ist das einfach denn? Nein, jetzt muss ich doch mal stehen. Scheiß drauf. Den lassen wir jetzt erstmal hier. Mir zu stressig. Es wird aber auch so wenig erklärt. Wo finde ich die Ziegel? Egal. Fahren die Dinger jetzt da zurück, dahin und dann sehen wir weiter. Wo muss das hin? Zur Farm. Stressig. Ja, man könnte auch sagen, ich bin zu dämlich für das Spiel. Ist vollkommen in Ordnung. Passt schon. Ne, aber mal ganz im Ernst, es wird echt wenig erklärt so. Und ja, dadurch, dass ich sowas noch nie gemacht habe, tue ich mich echt hier ein bisschen schwer, manche Sachen so ein bisschen zu raffen. Sage ich ganz ehrlich. Sorry dafür. Aber gut, passiert. So, ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt mit dem Anhänger, den ich jetzt da entladen habe, einen Fehler gemacht habe. Schätze ich mal. Weil da war ja diese Maschinen drauf, glaube ich. Die habe ich jetzt da runtergeschmissen, weil ich gedacht habe, naja, nimmst das mal mit. Gut, passiert. Schauen wir mal, was wir draus machen noch aus der Nummer. So, und ich habe noch nicht geschnallt, wo ich jetzt diese blöden Ziegel finde. Also Holz weiß ich ja, wo ich das hole. Im Sägewerk, ist ja logisch. Aber wo finde ich die Ziegel? Naja, schauen wir mal. Wir haben ja noch ein... Irgendwo war ja da noch so ein Pfeil. Von einem Anhänger. Fahre ich da gleich mal hin. Gucken wir, ob wir es da finden. Wenn nicht, habe ich keine Ahnung. Kann man eigentlich auch... Nächste Frage.
Aufgaben unterbrechen. Aber ich sage jetzt mal so, ich finde die Ziegel jetzt nicht, aus, keine Ahnung, unerklärlichen Gründen, wo ich dann sage, okay, wir legen den Auftrag zur Seite, der ist noch nicht fertig, wir machen zwischenzeitlich erstmal schnell was anderes. Geht das? Oder kann ich den Auftrag dann nur komplett abbrechen oder halt, ja, beenden, unfertig oder wie auch immer. Wäre auch nochmal gut zu wissen. Nein, 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 nein. Ah, ich mache hier jedes Mal den... Nein, 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 nein. Ich vergehe gefahren. Jedes Mal mache ich hier an der Stelle den gleichen Fehler, dass ich in der Mitte bleibe. Ich will aber hier am Rand ein bisschen fahren. So, wir bringen jetzt erstmal die Stahlträger dahin. Dann haben wir die auf jeden Fall schon mal aus den Füßen. Ja, Anhänger wäre gut. Dann hätte ich direkt zwei Sachen auf einmal machen können. Aber... Was ich jetzt auch nicht so verkehrt finden würde, wäre jetzt wirklich mal die LKWs hier so ein bisschen mit Allrad und sowas, also die ein bisschen zu verbessern. Weil mit denen bleibe ich ja schon überall stecken. Ach scheiße, den Bombenschlag habe ich nicht gesehen, fuck. Bevor ich jetzt hier noch mich mit dem Anhänger wieder irgendwo festkachel, wäre jetzt vielleicht auch nicht verkehrt. Hier. Habe ich jetzt auch geschnallt, dass ich am besten hier über die Wiese fahre. Das funktioniert besser. So. Was ist denn das da vorne für ein Dingens? Für ein Zeichen? Man weiß es nicht. So, Frachtverwaltung. Das. Entladen. Sehr schön. Das haben wir schon mal. Nice Sache. Zurück. Jetzt gehen wir das Holz holen. Und dann muss ich noch die blöden Ziegel finden. Wo bekomme ich die Ziegel her? Moment, ich habe zwei Pfeile da hinten. Dann müssen die ja da sein, ne? Dann müssten die ja dann auf dem einen Anhänger sein, da, wenn ich das so richtig geschnallt habe. Da war da irgendwo so ein Anhänger markiert. Ja, gehe ich jetzt mal davon aus, dass ich die da drauf finde. Kriegen wir raus, kriegen wir raus. Das kann ja nicht so schwer sein. Also ich brauche zwar bei dem einen oder anderen Game echt mal eine Runde länger, aber ganz vollholzig bin ich vielleicht auch nicht, oder? Schreibt einfach ehrlich in die Kommentare, passt schon. Komme ich drauf klar. Oh, nein, 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 nein. Aber hier so ein bisschen am Rand zu bleiben, an der Stelle, das ist auch gar nicht so einfach. Komm, 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 komm. Nicht so wackeln, bitte. Halt, Moment. Muss ich hier jetzt schon abbiegen? Nee. Ich muss noch weiter. Erstmal über die Brücke und hinter der Brücke müsste ich dann rechts, ne? Dann gucken wir erstmal nach den Holzplanken. Halt, nicht so schnell. Moment, ich will noch mal gerade was gucken. Dann muss ich hier lang, da lang und dann sind hier die Holzplanken. Wenn ich jetzt hier Pritschenanhänger. Sind da die Ziegel drauf? Oder vielleicht da? Wo finde ich die Ziegel? Ich will die Ziegel finden. Ich habe keine Dunst, wo ich diese Ziegel finde. So, jetzt hier, rechts. Hier sind wir ja schon mal lang gefahren. Das habe ich ja schon mal mit dem LKW geschafft. Gar kein Problem für mich.
ne? Ah, komm. Nur einmal Autowäsche. Sehr schön. Kannst mal wieder hell werden. Wo konnte man noch mal? Irgendwo konnte man doch auch die Uhrzeit sehen, ne? Hier ist auf der Karte. Ach, geh doch mal weg, diese blöde Info da, ne? Ja, genau hinter dieser scheiß Info ist natürlich dann die Uhrzeit. Keine Ahnung, wie viel Uhr wir haben. Ja, zieh. Konnt man, haben wir jetzt eigentlich für den LKW schon neue Reifen gekauft? Kann ich auch nochmal nachgucken. So, Sägewerk war ja hier, ne? Hier sind überall solche Pfeile. Ist das jetzt nur die Info für diese Anhänger, oder? Verdammt. So, Frachtverwaltung, wie viel brauchen wir davon? 2. Zack, sehr schön. Die haben wir schon mal drauf. Sehr gut. Nice, gefällt. Jetzt brauche ich aber immer noch diese scheiß Ziegel. Die kommt zu der Farm. Ah, Moment, was haben wir denn hier noch? Was ist denn das für ein Lager hier? Könnte ich da vielleicht die Ziegel bekommen? Wie komme ich überhaupt dahin? An der Werkstatt geradeaus. Das sieht schon wieder gar nicht gut aus. Da ist noch ein Lager. Okay. Weil das ist ja hier nur ein Anhänger. Das ist ja, was war das? Pritschenanhänger oder was stand da? Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendein Anhänger. Und hier steht ja ein Anhänger. Habe ich hier nicht eigentlich auch an der Werkstatt stehen? Wo ist die Werkstatt? Da hinten? Ja, habe ich ja auch hier stehen. Boah. Ah, das ist ein Service-Anhänger. Oh, Service-Anhänger ist auch gut zu wissen, was ich den habe. Gehen wir mal davon, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich da die Ziegel vielleicht bekomme. I hope so. Okay, und wir sind jetzt hier. Ja, muss ich ja so oder so jetzt erstmal zurück. Führt ja gar kein Weg dran vorbei. Wo kommt die 14er her? War die gerade auch schon mal? Gehe ich jetzt mal von aus, dass ich da hinten dann an dem Lager die Ziegel finde, richtig? Bitte lass mich da Ziegel finden. Bitte lass mich da überhaupt ankommen. Das ist nur ein komplett andere. Na komm, zieh. Irgendwie müssen wir das so hinkriegen. Es sollte ja, kann ja nicht ganz so schwer sein, oder? Das ist nur die Frage, die ich mir gerade stelle. Ist hier oben nicht die Tankstelle? Ich glaube, ich gehe nochmal tanken, oder? Wenn ich da hinten in die Pampa reinfahre, besser ist das, glaube ich, oder? Zieh. Ach, dann muss ich da einmal wieder rumfahren, ne? Ja, komm, wird schon passen. Fahren wir erstmal zurück. So. Auf zur Farm, die Holzplanken hinbringen. Haben wir schon mal 2 von 3 Punkte abgearbeitet. Ist ja mal richtig stark in der... Was haben wir jetzt? Eine gute Stunde haben wir jetzt schon runter, ne?
Habt ihr auch gesagt, ne? Ich kann die ruhig was länger machen, die Folgen. Na ja, gut, ich denke mal. Warum fährt der zu langsam? Ich denke mal, bei dem Game hier, ja, wenn du hier nur eine Viertelstunde oder 20 Minuten Folge machst, da kommt ja zu gar nichts. Das ist wohl wahr. Na ja, komm. Bleib am Rand, bleib am Rand, bleib am Rand. Oh oh. Ey, das kann nicht wahr sein, ne? Jetzt bleibe ich extra ein bisschen am Rand und dann fahre ich mich fest, oder was? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ah, ne. Sehr schön. Ha. Ja, ich hab doch. Hab schon doch wieder ein bisschen was gelernt, oder nicht? Läuft doch. Anderer Gang rein und schon läuft der Hase. Die Sonne, die blendet hier aber auch schon hart, ne? Ich hab gedacht, machst du mal auf die Schnelle hier immer einen Screenshot. Ja, Pustekuchen. So. Einmal Vollgas mit dem Rüll hier in die Farm rein. Hier über die Wiese zu fahren ist echt einfacher, ne? Frachtverwaltung. Da. Entladen. Sehr schön. 2 von 3. So, wo muss ich jetzt dahin? Wo war das? Da. Okay, jetzt die Frage, wie komme ich dahin? Ist hier irgendein Hindernis auf der Strecke? Hoffentlich ist das nur ein bisschen Wasser. Das habe ich noch nicht freigeschaltet. Da ist ein bisschen viel Wasser. Und dann irgendwo. Da, keine Ahnung. Der Turm hier, der wäre wichtig, ne? Es wäre gar nicht so verkehrt, wenn ich den auch mal freischalten würde. Wie auch immer. Naja, gut, dann fahren wir mal in die Richtung, würde ich sagen. Das machen wir noch. Das hänge ich jetzt hier noch mit dran. Weil das interessiert mich jetzt auch, ob ich da die Ziegel herkriege. Nein. Uiuiui. Fahren wir mal dahin. Gucken wir mal, ob wir da Ziegel finden. Ihr werdet es mit Sicherheit wieder wissen. Und könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben, falls da keine Ziegel. Falls wir da jetzt keine Ziegel finden werden. Alter, wie der LKW aussieht. Aber wenn es da Ziegel gibt, muss ich ja auch irgendwie mit dem LKW da hinkommen. Ne? Das muss doch irgendwie dann. Oh oh. Oh oh. Das muss doch ja dann irgendwie funktionieren. Aber wisst ihr, genau, was ich aber vorher noch mache eben, genau. Ich fahre nochmal schnell in die Werkstatt und guck mal, was ich hier für Reifen an den Start kriegen kann. Für den. Ist vielleicht gar keine schlechte Idee, ne? Da kommt sie. Bei dem habe ich ja noch gar nicht geguckt wegen Upgrades, ne? Kann ich hier irgendwelche Upgrades? Ach ne, das kommt nur, wenn ich irgendwas gefunden habe. Okay, gut zu wissen. So, individualisieren. Motor, Reifen. Ah ja, Moment. Das ist aber nur für die Schnellstraße, ne? Ist aber ein bisschen blöd, vielleicht für die Schnellstraße. Schnellstraße interessiert mich ja nicht. Also interessiert mich schon, aber... Ist das hier mit denen, die haben ja so ein bisschen Profil. Ist das nicht in dem Sinne besser für den Matsch, wenn ich anstatt die da?
Weil die haben ja hier gar kein Profil quasi, die haben ja nur die Rillen. Ich meine, ihr habt gesagt, immer die Besten kaufen, ne? Kauf mal die Besten. Die Besten für die Schnellschuss. Zack. Auf geht's. Werkstatt verlassen. Ah, geil, jetzt ist er auch wieder aufgetankt. Ja, perfekt. Wie viel Geld haben wir jetzt noch? War nicht mehr so viel, ne? 6000 irgendwas. Was war hier eigentlich nochmal? Ach ja, Anhänger-Shop. Und da ist, genau, sind die beiden LKWs. Anhänger. Neuer Anhänger. Service-Anhänger. Hä? Alter, den bin ich schon 100 Mal vorbeigefahren. Naja, es gibt immer wieder 30 Erfahrungspunkte, ne? Finde ich gut. So, dann schauen wir mal. Falsch hier richtig? Ja, ne? Moment, ich guck lieber nochmal. Geradeaus. Ja. Ja, geradeaus. Komme ich denn mit dem überhaupt dahin? Hoffen wir es mal. Oh, sehr gut sogar aktuell. Hoffentlich ist das nur ein bisschen Wasser, sagte er. Ich glaube nicht, sagte er. Und die Kamerasteuerung, die habe ich wahrscheinlich so ganz gerafft. Ey, da komme ich schon im Leben nicht durch. Reicht das bitte? Jawohl. Lass mich raten, das funktioniert nicht, oder? Okay, wer hätte das kommen sehen? Hier, ich. Okay, damit hätte ich fast rechnen können, ne? Okay, ich grab mich immer weiter ein. Denk du, was mit der Winde? Ja, ja, da bin ich nicht voll. Das weiß ich selber. Das Problem ist nur, ich komme ja nicht weiter. Was? Okay. Ja gut, okay, die Nummer funktioniert nicht. Scheiße, wie komme ich denn da schon wieder hin? Alter, das sind aber auch Wege, ne? Da fällt ja nichts zu ein, aber wirklich gar nichts. Die nächste oder die Frage, die ich mir stelle, ist, kriege ich da die, sag mal schnell, die Ziegel. Ich brauche den Turm hier. Ich muss hier was sehen. Ich stehe hier voll in Affen. Und da ist doch nochmal eine Brücke, glaube ich, die ich reparieren kann bestimmt, ne? Okay, also, irgendwas muss ich mir jetzt hier einfallen lassen. Warte mal, wo ist die Werkstatt da? Wenn ich mit dem... Ich glaube, ich erkunde erstmal mit dem Jeep hier oben diese Stelle hier. Und guck mal, ob ich irgendwie an diesen Turm drankomme. Ich glaube, das ist besser. Alles andere hat ja irgendwie gerade gar keinen Sinn. Also das ist schon... Immer dieses Feststecken wieder, ne? Das ist schon... Schon ein wenig bitter. Na ja, gut, dann bergen wir das Ding nochmal. Werkstatt nochmal verlassen. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, breche ich aber... Oh, auf leisen Sohlen Trophäe erhalten. Sehr schön. Weiß man nicht, was die Trophäe jetzt bedeutet, aber ist egal. Dann breche ich dann doch jetzt erstmal die Folge hier ab.
Oder beende die Folge jetzt erstmal, sagen wir es mal so. Schreibt mir bitte nochmal in die Kommentare rein. Kann ich einen Auftrag quasi jetzt stilllegen? Also jetzt wie den? Mir fehlen jetzt noch die Ziegel. Ich finde die jetzt nicht. Dass ich sage, okay, ich mache jetzt erstmal irgendwas anderes und mache den Auftrag später weiter. Das wäre schon mal gut zu wissen. Und B, schreibt mir, gib mir noch mal bitte irgendwie einen Tipp, wie komme ich an diese Türme dran, weil ich komme ja mit gar keinem LKW oder, ja gut, das kleine Ding, da nennt ich ja auch LKW, komme ich ja gerade aktuell irgendwie zurecht. Also ich komme ja nirgendwo hin. Was, gibt es da noch einen Trick? Oder war ich schon auf dem richtigen Weg? Das wäre noch mal ganz hilfreich. Und dann, ja. Schauen wir mal, dass wir es in der. Dass ich vielleicht bis zur nächsten Folge da oben den einen Turm zumindest mal freigeschaltet habe. Versuche ich jetzt nochmal mit dem Kleinen da irgendwo hinzukommen und guck mal, ob ich das da irgendwie gebacken bekomme. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da oben diese Ziegel finde. So, schauen wir mal. Wird auf jeden Fall lustig. Und, ja. Deswegen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Gerne, oder beziehungsweise, ja, haut gerne mal in die Kommentare, was euch da noch einfällt oder was ich noch verbessern kann, auf jeden Fall. Und ja, wenn ihr dabei bleiben wollt und sehen sollt, wollt, wie ich hier total verkacke und total verzweifelt teilweise anscheinend, dann haut gerne mal ein kostenloses Abo rein. Würde mich auf jeden Fall freuen. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.